Ja. Hallo? Hallo? Jetzt? Ja, vielen Dank. Ja, ich bin der Alex, kurz zu mir. Ich bin seit kurzem der Geschäftsführer des Digitale Gesellschaft e.V. Wir veranstalten grundsätzlich unseren netzpolitischen Abend jeden ersten Dienstag im Monat in der Siebes. Heute freuen wir uns sehr, dass wir hier auf der Republika diesen netzpolitischen Abend veranstalten können. Ist auch für uns immer ein besonderes Ereignis. Und wir laden dazu immer viele, viele Gäste ein, die interessante Vorträge halten, Kampagnen vorstellen und Ähnliches. Heute bei diesem netzpolitischen Abend werden wir uns mal selber vorstellen, also von daher vieles Außergewöhnliches. Und das ist unser Programm für heute. Ich werde euch zuerst unsere WePromise-Kampagne vorstellen und ein bisschen über TTIP reden. Dann wird der Thomas Lohninger über Netzneutralität erzählen. Der Leonard Dobusch wird uns die Kampagne Recht auf Remix vorstellen und am Ende wird noch Volker Tripp über die Vorratsdatenspeicherung und andere Projekte von uns kurz etwas erzählen. WePromise.eu ist eine Kampagne, die wir vor kurzem gestartet haben. Es geht um die EU-Wahl, die jetzt Ende Mai ansteht, in den europäischen Mitgliedstaaten vom 22. bis zum 25. Mai. Es geht darum, dass ihr eure Stimme für die digitalen Grundrechte abgeht. Es ist eine Kampagne, die zwei Versprechen von den Leuten abnimmt, nämlich einmal von euch, dass ihr zur Wahl geht und einmal von den Abgeordneten, dass sie sich dafür einsetzen, die digitalen Bürgerrechte und Menschenrechte in der kommenden Legislaturperiode zu wahren. Das bedeutet, ihr geht auf diese Seite, unterzeichnet und versprecht, dass ihr zur Wahl geht und auf der anderen Seite versprechen die Kandidaten dafür, dass sie eine Charta unterzeichnen und sich in den nächsten 5 Jahren für diese Charta einsetzen werden. Und das sind 10 Punkte, die wir da zusammengetragen haben. Zum Beispiel geht es um Transparenz und Zugang zu Dokumenten. Es geht um die Stärkung des Datenschutzes und der Privatsphäre. Es geht um den uneingeschränkten Zugang zum Internet und Internetdiensten. Es geht um eine Modernisierung des Urheberrechts. Es geht darum, dass die flächendeckende und unkontrollierte Überwachung ein Ende findet. Die weiteren 5 Punkte sind, dass wir oder die Abgeordneten sich dann eben für Anonymität und Verschlüsselung im Internet einsetzen, dass sie Maßnahmen zur privatisierten Rechtsdurchsetzung verhindern werden, dass sie sich für Exportkontrollen von Zensur- und Überwachungstechnologien einsetzen, dass sie sich für Mitbestimmungs- und Multistakeholder-Prinzipien einsetzen, etwa in internationalen Verhandlungen um die Internet-Governance und dass sie die Nutzung von freier Software unterstützen. Also diese 10 Prinzipien unterstreichen die Abgeordneten in ihrem Wahlkampf und sagen, wenn sie das unterschrieben haben, dass sie sich in der kommenden Legislaturperiode dafür einsetzen. Ihr unterschreibt dafür, dass ihr zur Wahl geht. So haben alle Beteiligten etwas von dieser Kampagne. Wir haben dazu auch noch einige kleine Bildchen produziert, die dann auch zum Beispiel über soziale Netzwerke geteilt werden können, wo das Ganze nochmal in relativ kurzen Sätzen zusammengefasst wird, worum es geht, wo eben diese 10 Punkte nochmal in andere Form dargestellt werden. Und als Überleitung zum nächsten Thema, nämlich TTIP, haben wir als ersten Punkt eben herausgegriffen, dass uns geheime Verhandlungen und Entscheidungen stören. Wir haben das also sehr prominent im Falle von ACTA gesehen, wo eben wir das Problem hatten, dass eben verschiedene Staaten ein Abkommen verhandelt haben, also die EU hat für Europa verhandelt und wir hatten einfach keinen Zugang zu den Dokumenten, keinen Zugang zu den Verhandlungsständen und daher konnten wir auch gar nicht wirklich an der Debatte intensiv teilnehmen. Das ist natürlich ein massives Problem, deswegen fordern wir eben Transparenz und Zugang zu Dokumenten. Dieses TTIP-Abkommen, was jetzt verhandelt wird, ist im Grunde ein Handelsabkommen, ein klassisches Handelsabkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und man kann es verkürzt als ACTA Reloaded bezeichnen, allerdings muss man auch sagen, dass TTIP viel, viel weiter geht als ACTA. Die Ähnlichkeit besteht darin, dass es auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird, dass auch wie bei ACTA vor allen Dingen Industrielobbyisten die Möglichkeit haben, an diesen Verhandlungen teilzunehmen, im Gegensatz zu zum Beispiel Bürgerrechtsgruppen oder auch überhaupt der gesamten Öffentlichkeit, weil eben Verhandlungsinformationen nicht an die Öffentlichkeit kommen.
Und begründet wird dieses Handelsabkommen damit, dass es für Wirtschaftsaufschwung sorgt, dass es ein Jobwunder ist und dass am Ende des Tages Wohlstand für alle entstehen wird. Allerdings hat die Kommission selbst schon in eigenen Studien das widerlegt. Also hier wird eigentlich nur Propaganda gemacht. Am Ende des Tages kann man davon nicht ausgehen, dass es tatsächlich zu einem Wirtschaftswachstum von größerem Ausmaß kommt. Ein weiteres Problem, was in diesem Abkommen vorgesehen ist, dass nicht öffentliche Schiedsgerichte am Ende Entscheidungen fällen. Das bedeutet, da sitzen irgendwo irgendwelche Gerichte, die halt eben von Unternehmen besetzt sind und die entscheiden dann darüber, inwieweit jetzt zum Beispiel Marken oder Urheberrechte durchgesetzt werden können. Das Problem dabei besteht, dass also dieses Handelsabkommen im Grunde besagt, dass alles das, was auf dem amerikanischen und auf dem europäischen Markt legal ist, auch auf dem anderen Markt legal ist. Und wenn sich jetzt eben zum Beispiel ein Markenrechtsstreit entwickelt, weil gesagt wird, in den USA zum Beispiel ist eine Marke oder ein Produkt legal, dann muss das auch in Europa legal sein. Das Problem, was da am offensichtlichsten ist, sind zum Beispiel Genprodukte, die dann zum Beispiel auf den europäischen Markt gelangen können. Aber es geht auch um geistige Eigentumsrechte und deren Durchsetzung. Also hier sehen wir zum Beispiel Punkte, die wir auch schon in ACTA hatten. Also hier sehen wir, dass halt also der Geist von ACTA auch in solchen Abkommen weiterlebt, dass es mit der Ablehnung von ACTA nicht getan ist, sondern dass immer wieder versucht wird, genau das, was man mit ACTA eigentlich blockiert hat, versucht wird über Umwege, in dem Fall jetzt über TTIP, durchgesetzt werden soll. Ein weiterer interessanter Punkt ist das Thema Netzneutralität. Der Thomas wird uns dann grundsätzlich da auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, die Europäische Union würde es tatsächlich schaffen, die Netzneutralität zu sichern und zu wahren, allerdings auf dem amerikanischen Markt und in dieser Entwicklung sehen wir jetzt gerade, die Netzneutralität nicht gesichert wird und dort ein Zwei-Klassen-Netz durchgesetzt wird, könnte es durchaus sein, dass genau diese Dienste dann eben vor diese nicht öffentlichen Schiedsgerichte treten und die Netzneutralität in Europa zerstören, weil sie sagen, wir fühlen uns bedroht, wir können das Geschäftsmodell, was wir in Amerika ausleben können, auf dem europäischen Markt nicht ausleben. Also hier sehen wir, dass es halt nicht nur ein einfaches Handelsabkommen ist, sondern dass auch viele Bereiche im Bereich der Netzpolitik halt durch dieses TTIP abgedeckt werden und wir deswegen dieses Abkommen als einen Frontalangriff auf die Fundamente von Rechtsstaatlichkeit und Zivilgesellschaft sehen und es deswegen bekämpfen und verhindern wollen. Und jetzt gebe ich ab zu einer vergleichsweise erfolgreichen Kampagne, die wir bis jetzt geführt haben, nämlich das Thema Netzneutralität mit Thomas Lohninger. Danke dir, Alex. Ja, hallo auch nochmal von mir. Ja, Netzneutralität. Wir sprechen darüber, über Telekom Single Market. Das war die Verordnung, die die EU im September 2013 vorgestellt hat, nachdem wir ganz lange, eigentlich seit dieses EU-Parlament im Amt ist, geschrien haben, dass wir Netzneutralität europäisch regeln wollen, nachdem zwei Mitgliedstaaten solche nationalen Gesetze zum Schutz der Netzneutralität verabschiedet haben. Hat auch Nelly Kroes endlich mal einen Text vorgestellt, der unter anderem auch Netzneutralität beinhaltet. Wie sich herausstellt, aber eher das Gegenteil davon. Was da nämlich drinnen steht, war so in einer ganz groben Zusammenfassung eben freiwillige Internetsperren, sprich, dass ein Provider ohne einen Gerichtsbeschluss und ohne, dass es irgendeine rechtliche Grundlage dafür gibt, hergehen kann und Internetseiten, Dienste, Anbieter, ganze Protokolle sperren kann. Das wäre möglich gewesen nach diesem Gesetz. Genauso hätte es eine Überholspur im Netz gegeben, und zwar auf beiden Seiten. Einerseits im Backbone, dadurch, dass jeder Netzwerkbetreiber und Internetdiensteanbieter Paid Quality of Service, also eine bezahlte Überholspur, anbieten muss. Da wäre eine Angebotspflicht drinnen vorgesehen gewesen unter dem Titel Assured Service Quality. Und Specialized Services, also das ist auf der Endkundenseite das Zwei-Klassen-Internet, was eben auch in diesem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission drinnen gestanden ist. Und Preisdiskriminierungen, das, was man in Deutschland gut kennt als Spotify-Tarife, wo einfach einzelne Dienste preislich
diskriminiert werden. Also du kannst dir bei mir dein Internet kaufen, aber auch dein Spotify, und dann ist Spotify einfach nicht in deinem monatlichen Datenvolumen inkludiert, und alle anderen Streaming-Anbieter werden eine sehr, sehr harte Zeit haben, irgendwie noch zu konkurrieren mit einem Anbieter, der sich so eine Pole-Position bei einem Internet-Provider garantiert hat. An sich muss man sagen, dass diese ganze Überholspur im Netz eigentlich am schönsten zusammenzufassen ist mit diesem Konzept Sending Party Network Pays. Die Internetprovider wollen einfach Geld dafür haben, dass sie Daten von A nach B schaufeln. Im Moment ist das Internet ja noch so gebaut, dass ich Ende zu Ende habe. Also ich verbinde mich irgendwo auf dieser Welt mit dem Internet und kann alle anderen Punkte, die in diesem Internet miteinander verbunden sind, frei erreichen. Und es ist meine Entscheidung und die Entscheidung von der anderen Seite, was für Daten wir miteinander austauschen. Genau diese Freiheit verlieren wir durch solche Deals, weil es dann eben eine kommerzielle Entscheidung ist und jeder Internetprovider Geld dafür haben will, dass er seine Kunden meinen Dienst zugänglich macht. Und genau diese Art von Captive Audience, wie Susan Crawford das mit ihrem letzten Buch genannt hat, ist das, was wir verhindern wollen mit Netzneutralität. Und das haben wir gemacht in Brüssel. Es gab eine Kampagne in Europa, die auch in so gut wie allen europäischen Mitgliedstaaten passiert ist. Und die hat dann zu diesem Abstimmungsergebnis geführt. Wir konnten nämlich wirklich das, was ich vorher gerade in diesem Not Net Neutrality vorgestellt habe, in großen Teilen verhindern. Und das haben wir geschafft mit den Stimmen der Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und den Linken. Hier haben wir das Abstimmungsergebnis. Und das war haarscharf. Also wir haben bei anderen Punkten in allen Abstimmungen davor schon das Problem gehabt, dass die Liberalen mit den Konservativen eine Mehrheit für Nicht-Netzneutralität hatten. Aber hier konnten wir uns eben im Plenum noch durchsetzen. Was ist das jetzt für ein Text, der verabschiedet wurde? Es ist in den Kernbereichen echte Netzneutralität. Wir haben zwar einen Text, der immer noch kleine Lücken beinhaltet, aber die sind alle strittig. Da müsste es wirklich ein Gerichtsverfahren geben, das den Text anders auslegt, als wir ihn verstehen. In großen Teilen sind wir zufrieden mit dem Text, der vor 4 Wochen im Plenum des Europaparlaments beschlossen wurde. Wir haben immer noch ein Problem bei der Durchsetzung, wodurch Regulierungsbehörden, wenn sie wirklich wollen, sich immer noch verhindern könnten, dass sie Netzneutralität garantieren. Aber das sind wieder Dinge, wo man dann im Kleinteiligen auch national einiges noch retten kann. Und zuletzt war auch noch Kinderpornografie ein Argument. Dazu aber erst mehr in dem Talk morgen um 13.45 Uhr im Saal 6 da drüben. Da werde ich nämlich auf Englisch mit Joe McNamee, dem Director von EDRI, nochmal ganz viel mehr über Netzneutralität, über diesen Kampf in Europa erzählen und wie wir es geschafft haben, hier zu diesem Abstimmungsergebnis zu kommen. Aber jetzt noch zur Kampagne, zu dem, was überhaupt dazu geführt hat, dass wir uns heute freuen können, dass das Europaparlament sich für Netzneutralität ausgesprochen hat. Wir haben, wie man hier so schön sieht, halt wirklich Fax-Tools zum ersten Mal meines Wissens nach zur Anwendung gebracht. Wir haben es wirklich geschafft, dass Faxe als eine neue Art von Internetaktivismus auf die Welt gekommen sind. Es waren so grob 34.000 Faxe, die wir zugestellt haben an das Europaparlament. Faxe haben einige Vorteile gegenüber E-Mails. Einerseits sind sie mal Internet-Ausdrucker-kompatibel. Also ich habe auch nette Erzählungen so von liberalen Abgeordneten, Assistenten, die dann so sagen, ja, man legt dann einfach dem Chef diesen Backen an Faxen jeden Tag auf den Tisch. Noch dazu haben sie den großen Vorteil, dass es keine Spam-Filter für Faxe gibt. Und wir dadurch halt wirklich nochmal, gerade die personalisierten E-Mails, die da auf Papier in den Büros ankamen, haben den Leuten nochmal gezeigt, so hier gibt es wirklich eine Öffentlichkeit und die drückt sich auf Arten und Weisen aus, die man so auch noch nicht gesehen hat. Und das hat sicherlich uns in diesem Kampf geholfen. Hier sieht man die Zugriffsstatistik von safetyinternet.eu. Man sieht, Deutschland hat einen starken Fokus, genauso wie die USA. Und da unten haben wir die Entwicklung von der Webseite, also das ist das Aktivitätslog von GitHub, weil die gesamte Webseite war auf GitHub, also safetyinternet.eu könnt ihr auf GitHub nachverfolgen in seiner kompletten Historie.
Und dadurch, dass wir diese Kampagnen-Webseite auch zum ersten Mal meines Wissens nach so offen gestaltet haben, hatten wir auch auf einmal wahnsinnig viele Leute, die einfach so gesagt haben, gut, ich will hier mitarbeiten. Es gab so ein How-To, wenn die Kampagne noch nicht in der eigenen Sprache übersetzt ist, wie Leute mit simplen Schritten die komplette Webseite übersetzen können. Das hat dazu geführt, dass wir Safety Internet heute in 9 Sprachen haben, unter anderem Albanisch. Und da sind halt einfach irrsinnig viele Dinge passiert, die wir selber niemals so geplant haben, wo einfach dadurch, dass die Tools zur Verfügung standen, Leute sich gedacht haben, okay, und der Text könnte aber so und so sein, hier fehlt noch eine Sprache, hier fehlt noch irgendwie die coole Idee, und das ist auch ein Novum gewesen für uns, dass man eine Kampagne so offen gestaltet, und das zeigt doch gerade, wo eine Internet-Community stark sein kann, auch im Kampagnisieren. Medienberichte gab es auch ganz viele, so grob 50, wobei das ist nur vor der Plenumsabstimmung, danach gab es noch um einiges mehr. Und ja, das ist mal so weit zu den Facts. In der europäischen Gesetzgebung, wir haben jetzt sozusagen die ersten 2 Institutionen passiert. Die Kommission hat ihren Text gemacht, vorgelegt, das Parlament hat ihn in großen Teilen umgeschrieben, um da eben echte Netzneutralität draus zu machen, und jetzt ist es im Rat, genauso wie die Datenschutzgrundverordnung. Und das ist auch eine Herausforderung für uns, weil bis jetzt gibt es wenig Beispiele für Lobbyismus des Europarates, weil das halt doch meistens Ministerien sind und 28 Länder, die da miteinander verhandeln. Aber wir sehen, dass immer mehr netzpolitische Teile, Projekte, wo wir im Parlament gute Erfolge erzielen, jetzt im Rat zur Diskussion stehen und wir uns auch diesem neuen Feld des Lobbyismus und des Aktivismus widmen müssen. Und dazu aber auch mehr morgen bei dem Talk mit Joe McNamee um 13.45 Uhr. Und ich glaube, das war schon. Jetzt übergebe ich an Leonard Dobusch mit dem Remix-Museum. Ja, erstens glaube ich, dass der Applaus für Tom nicht nur hochverdient war, sondern immer noch viel zu gering, weil er war einer von den 2, die Sascha Lobo vorher in seinem Talk erwähnt hat, die quasi wirklich für Netzpolitik, für Netzneutralität gekämpft haben in Brüssel. Und dafür nochmal wirklich einen extra Applaus. Sehr gut. So, jetzt, nachdem wir quasi begonnen haben mit den düsteren Themen, es weitergegangen ist mit einem zumindest halbwegs schon erfolgreichen Thema, kommen wir jetzt noch zu etwas, mit dem wir im letzten Jahr, genau vor einem Jahr, hier bei der Republika gestartet sind, nämlich mit unserer Initiative für ein Recht auf Remix. Und die Überlegung hinter dieser Initiative war, auch durchaus in einem Themenfeld, wo wir stark in der Defensive sind, wo es immer Wünsche gibt, das Urheberrecht noch zu verschärfen, für stärkere Rechtsdurchsetzung zu sorgen und damit Dinge, die ohnehin schon schwer legal möglich sind, noch weiter zu erschweren, dass wir in diesem Bereich einmal auch wirklich versuchen, bewusst als digitale Zivilgesellschaft in die Offensive zu gehen und konkrete Vorschläge auf den Tisch legen wollen, wie man das Urheberrecht, so wie es jetzt ist, mit dem Internet vielleicht ein bisschen besser kompatibel machen könnte. Und damit wir auch kurz wissen, worüber wir reden, was verstehen wir unter Remix? Das ist unsere Definition. Wir gehen davon aus, dass in der klassischen Neuschöpfung, wenn so das klassische Original, von dem die Rede ist, tritt irgendwie das Alte bis zur Unkenntlichkeit in den Hintergrund. Was den Remix auszeichnet, ist, dass eigentlich das Alte im Neuen erkennbar bleibt. Dass also quasi, wenn man irgendwie ein Sample nimmt und dann das in ein neues Musikstück integriert, dann bleibt dieses Sample noch als Sample erkennbar. Und das Spannende ist, dass das irgendwie nicht irgendwie etwas ist, was dieses Werk inferior macht oder schwächer macht, sondern das ist eigentlich etwas, was das Werk erst so richtig interessant macht. Erst dieses Zusammenspiel von erkennbar alt und erkennbar neu. Wir glauben aber auch, dass Remix nicht mehr nur irgendwie eine spezielle Praxis ist, die es zum Beispiel im Hip-Hop gibt oder so, sondern dass Remix eigentlich auch etwas ist, was in den Alltag digitaler Kultur eingedrungen ist, was ganz viele von uns machen, auch wenn wir es vielleicht nicht Remix nennen. Wir nehmen Werke, die da sind, wir verändern sie, wir interagieren, wir setzen uns damit auseinander. Wir würden so weit gehen zu sagen, dass die
Auseinandersetzung und das Teilen von bestehenden Werken im Netz Voraussetzung ist für Meinungsfreiheit und Kultur im digitalen Zeitalter. Aber ich kann das jetzt noch 100-mal lange erklären. Ich möchte noch ein konkretes Beispiel zeigen, um zwei Dinge damit zu demonstrieren. Erstens, warum Remix eigentlich ziemlich cool sein kann und was die Probleme damit sind. Und zwar, das Ganze ist irgendwie so ein Rückblick auch ein bisschen, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Und das Spannendste, und ich bin sicher, fast alle hier im Raum haben ihn gesehen, ich werde nicht den ganzen zeigen, nur einen Ausschnitt, aber das meistgesehene YouTube-Video im Wahlkampf im vergangenen Jahr war nicht von einer Partei, sondern von der IG Metall. Also ich bin sicher, die allermeisten kennen den ganzen Spot. Es gibt noch ekligere Szenen in diesem Clip. Warum zeige ich den hier? Ich zeige den aus zwei Gründen. Erstens, weil der wirklich viele Leute unterhalten hat. Ich fand ihn auch wirklich ziemlich gut gelungen. Zweitens, weil es natürlich ein totaler Remix ist. Was die gemacht haben, ist, die sind hergegangen und haben Clips, die sie, wer weiß wo, aufgetrieben haben, zusammengestöpselt, eine neue Botschaft dem Ganzen unterlegt und quasi damit versucht aufzufordern, dass Leute wählen gehen. Irgendjemand war dann so klug und hat, und das haben sie auch geteilt über den offiziellen YouTube-Channel der IG Metall. Und irgendjemand war dann so klug und hat dort die Frage gestellt, hallo IG Metall, wie habt ihr denn da eigentlich die Rechte geklärt? Ja? Und die IG Metall, natürlich, hat dann prompt mit der ganzen Professionalität, die dieser Organisation eigen ist, mit ihren 100 Mitarbeitern geantwortet. Und die haben dort geschrieben, wir haben natürlich keine Sonderrechte. Es handelt sich um freies YouTube-Material. Und die YouTube-Nutzungsbedingungen erlauben jedem Nutzer die kostenlose Nutzung, Reproduktion und Herstellung derivativer Werke inklusive Vorführung auf YouTube. Mehr dazu findest du hier in den YouTube-Terms. Grüße aus der Online-Redaktion. Ja, also, das ist total freundlich, nett, serviceorientiert und falsch. Also, die, aber das... Das Spannende ist, dass natürlich überhaupt nicht stimmt, dass ich mit Videos, die auf YouTube zugänglich gemacht sind, alles tun darf, weil das darf ich nur dann, wenn diejenigen, die das Material hochgeladen haben und die Rechte daran hatten, an diesem Material auch dem zugestimmt haben, diesen YouTube-Bedingungen. Und selbst dann gilt das nicht unbedingt für abgeleitete, für derivative Werke. Das heißt, das ist eine falsche Rechtsauskunft. Ja? Aber das Spannende ist natürlich, was sagt uns das über das Urheberrecht, wenn selbst die Online-Redaktion der größten Gewerkschaft der Welt nicht in der Lage ist, dieses Recht zu verstehen oder zu nutzen, dann braucht man sich nicht wundern, dass das im Internet unserer heutigen Zeit ein Massenphänomen ist. Also übrigens, heute gibt es dieses Video nicht mehr im IG Metall-Account. Nach der Wahl wurde es gelöscht. Warum bloß? Man findet es aber doch noch irgendwo anders. Aber man findet im Internet und auf YouTube zum Beispiel Folgendes. Wenn man eingibt, unter Anführungszeichen, die Phrase No Copyright Intended, ja, dann findet man damit wirklich mit der genauen Phrase 7,36 Millionen Videos, wo Leute irgendwas hochgeladen haben und oftmals sind das irgendwelche Memes, irgendwelche Videos, die sie gestaltet haben. Und da haben sie dann aber eben dazu geschrieben, no copyright intended, ich will gar kein Urheberrecht daran. Ja? Also ich will es nur zeigen. Ja? Auch das alles Dinge, die mit dem derzeitigen Urheberrecht nicht kompatibel sind. Die einzigen, die damit eigentlich ganz gut leben können, das sind die Leute von Google. Weil die auf YouTube mit ihrem Content-ID-Algorithmus dann diese Dinge vielleicht sogar noch monetarisieren können und das dazu führt, dass die eigentlich kein Problem damit mit diesem Urheberrecht haben, aber wer ein Problem damit hat, sind alle anderen, die irgendwelche solche Werke auf ihren kleinen Webseiten, auf anderen Plattformen hosten wollen, weil die ständig bedroht sind, abgemahnt zu werden und dann quasi sich ihre eigene Seite nicht mehr leisten können. Was fordern wir deshalb? Ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber prinzipiell geht es uns darum, im ersten Punkt, dass wir so etwas Ähnliches bekommen wie eine Fair-Use-Schranke in den USA. Wir nennen es eine Bagatellklausel im Urheberrecht. Das muss auf europäischer Ebene eingeführt werden. Das können wir nicht in Deutschland einführen. Das Zweite, was wir und das Dritte, was wir wollen, ist, dass es auch möglich ist, so ähnlich wie man heute schon Coverversionen erstellen kann, dass man auch Remixes und abgeleitete Werke erstellen kann. Wenn man damit Geld verdient, muss man halt da von dem Verdienst etwas abgeben. Aber das Ganze soll möglich sein, ohne im Einzelfall die Rechte zu klären.
wenn wir jetzt zurückschauen noch ganz kurz, was haben wir seit der Vorstellung dieser Initiative im letzten Jahr gemacht? Eben weil es da auch um die europäische Ebene geht, haben wir das Ganze auch ins Englische übersetzt. Es gibt die Seite right2remix.org, wo quasi die gesamte Initiative, die Forderungen, alles auch noch auf einer englischen Seite steht. Wir haben im letzten Jahr 172 Remixe des Tages geliefert über den Twitter-Account von right2remix.org und über die Facebook-Seite. Also für alle, die noch nicht uns folgen, es gibt jeden Tag, also von Dienstag bis Freitag, einen Remix des Tages, mit dem wir zur Unterhaltung rumschicken. Wir haben 52 Medienberichte gehabt, also circa einen pro Woche im Schnitt. Wir hatten 720 Lieblingsmemes, die auf dieser Seite eingereicht wurden, oder Lieblingsremixes von, weil wir dazu eingeladen haben, dass die Leute uns ihre Lieblingsremixe schicken sollen. Ich kann nur einladen, da mal hinzuschauen auf die Seite, man kann die dort anschauen, da ist ziemlich viel Unterhaltsames dabei. Und wir haben jede Woche, nämlich immer montags, ein Interview mit einer Remixerin oder einem Remixer geführt, um mit ihnen zu reden darüber, was macht einen guten Remix aus, welche Probleme habt ihr mit dem Urheberrecht, wie geht ihr damit um, wie löst ihr das und so weiter. Diese Interviews haben wir dann auch gebündelt in einem Sammelband, der am Sonntag erschienen ist, zusammen mit ein paar Texten. Wir sind sehr stolz. Der zweite Text ist zum ersten Mal in deutscher Übersetzung die Einleitung vom Buch Remix von Lawrence Lessig. Also das Buch heißt Remix und wir haben die Erlaubnis bekommen, die Einleitung hier wieder zu nutzen. Das Buch kann man im Volltext jetzt schon online lesen, steht unter einer Creative Commons Lizenz. Wir würden uns aber natürlich freuen, wenn ihr uns mit einem Kauf des Buches unterstützt. Das geht 1 Euro pro Verkauf an die Initiative. Und das ist das Letzte, an dem wir gearbeitet haben, eigentlich seit letztem Jahr. Wir haben es angekündigt damals. Wir waren selbst nicht ganz sicher, ob wir das hinkriegen, dass wir außerdem noch eine Art Online-Remix-Museum auf die Beine stellen, und auch da war am Sonntag der Launch, also die feierliche Eröffnung. Das heißt, wer auf museum.rechtaufremix.org geht, der kann dort in verschiedenen Sammlungen sich ein bisschen umschauen. Wir haben 5 Kuratorinnen und Kuratoren gewonnen, die die einzelnen Sammlungen für uns kuratiert haben. Das war der Georg Fischer für den Bereich Musik, die Susanne Regener, eine Professorin an der Universität Siegen für visuelle Medienkulturen, der Till Kreuzer für den Bereich Remix vor Gericht, der Dirk von Gehlen für den Bereich Memes und die Katharina Meyer für den Bereich Crossover, weil wir gesagt haben, wenn es um Remix geht, müssen wir auch Bereiche remixen. Und ich will jetzt nicht durchs Museum durchklicken, ich will aber trotzdem einen kurzen virtuellen Museumsrundgang jetzt mal hier kurz ablaufen lassen, damit ihr ungefähr seht, wie man sich das vorstellen kann. Also man kommt in die Führung, zuerst gibt es eine Präambel, dann gibt es eine Tour und wie man das halt sich vielleicht so vorstellen kann. Also man kann entweder so wirklich über Führungen da einsteigen und sich da durchklicken, oder man kann einfach auch direkt ins Museum reingehen und dort stöbern. Gut, also ich glaube, das reicht mal. Zum Abschluss möchte ich noch ein letztes Mal darum bitten, beziehungsweise dazu auffordern, dass ihr uns vielleicht auch nochmal euren persönlichen Lieblingsremix oder euer persönliches Lieblingsmeme gebt. Auf der Seite rechtaufremix.org kann man sich da eintragen und einen Link hinterlassen. Wir würden uns freuen. Ein paar Leute haben das gemacht und abgefilmt. Der Mo Jacobs, der diese ganze wunderschöne Kampagne designt hat, der hat das auch mal schön zusammengefasst. I love cats. I love every kind of cat. Aufmerksamkeit und übergebe an Volker Tripp. Ja.
Ja, hallo. Mein Name ist Volker Tripp. Ich bin bei der Digitalen Gesellschaft als politischer Referent tätig und ich werde euch ein bisschen was erzählen über die Vorratsdatenspeicherung. Das Ganze ist ein Bereich, in dem wir relativ intensiv tätig waren, sowohl was Lobbyismus angeht, als auch öffentlich in Artikeln, Interviews und so weiter viel darüber gesprochen. Ja, es war, glaube ich, nicht zu übersehen. Ups. Das sollte eigentlich anders aussehen. Anyway, wir machen einfach weiter. Also, es war ja, glaube ich, nicht zu übersehen. Am 8. April gab es das Urteil des Europäischen Gerichtshofs über eine Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Für diejenigen, die es nicht wissen, eine Richtlinie, das ist so ein europäischer Gesetzgebungsbefehl, könnte man sagen, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, auf nationaler Ebene entsprechende gesetzliche Regelungen einzuführen. Und hier ging es eben um die anlasslose Speicherung von Verbindungsdaten über mehrere Monate hinweg. Der EuGH hat diese Richtlinie rückwirkend für ungültig erklärt. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, die so aussieht, als oder die so ist, als habe es nie eine Richtlinie gegeben. Warum hat er sie aufgehoben? Er hat gesagt, diese Richtlinie verstößt gegen die EU-Grundrechte auf Privatsphäre und auf den Schutz personenbezogener Daten. Interessant an dem Urteil ist ein ganz bestimmter Punkt. Er hat nämlich gesagt, der EuGH, es handelt sich jetzt mal nicht um einen Verstoß gegen die Wesensgehaltsgarantie. Was bedeutet das? Das bedeutet, eine Vorratsdatenspeicherung als solche ist nicht a priori mit den Grundrechten, mit den EU-Grundrechten unvereinbar. Aber, er hat auch gesagt, es handelt sich eben um einen Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das ist so ein Kontrollprinzip, das es bei jedem Grundrechtseingriff gibt. Und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz besagt, dass das verfolgte Ziel und die Schwere der Eingriffe eben immer in einem wohlabgewogenen Verhältnis zueinander stehen müssen. Und das sah der EuGH bei dieser Richtlinie nicht gegeben. Warum? Er sagte halt vor allen Dingen, wir haben hier keine Beschränkung der, dieser erhobenen Daten. Ich muss mal, kann man das hier irgendwie mal korrigieren? Ich weiß nicht, warum das so ist. Eigentlich sollte es anders aussehen. Ich kann fast nichts mehr lesen. Du willst die Schriftart ändern? Dann ich will einfach nur... Format, okay. Danke. Abstand. Das sieht doch schon besser aus. Na, da kann man es zumindest lesen, ne? Super, vielen Dank. Mal einen kleinen Applaus für den jungen Mann, oder? Dankeschön. Also, nochmal, die Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen Grundrechte, insbesondere gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und die Punkte, die der EuGH da eben hervorgehoben hat, ist, es gibt keine wirkliche Beschränkung in der Richtlinie darauf, dass die erhobenen Daten tatsächlich nur zur Bekämpfung schwerer Kriminalität benutzt werden. Es wird insbesondere nicht näher definiert, was eigentlich genau schwere Kriminalität ist. Es gibt keine Pflicht zur gerichtlichen Kontrolle dieser Datenspeicherung. Die Speicherdauer ist wesentlich zu lang. Sie ist nämlich mit 6 bis sogar 24 Monaten vorgesehen. Und es gibt erhebliche Missbrauchsrisiken, da eben nicht vorgeschrieben ist, dass die Provider tatsächlich diese Verbindungsdaten innerhalb der EU speichern müssen. Es gab einen ganz wichtigen Unterschied zu einem anderen Urteil, was sich ebenfalls mit der Grundrechtskonformität der Vorratsdatenspeicherung befasst hat. Und das ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2010. Wir hatten hier in Deutschland schon mal, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, eine Umsetzung dieser Richtlinie. Und 2010 hat das Bundesverfassungsgericht diese Richtlinie für verfassungswidrig erklärt. Allerdings hat der EuGH hier eine Sache ganz anders gemacht, nämlich er hat keine Gesetzgebungsanleitung geschrieben. Also das Bundesverfassungsgericht hat 2010 noch gesagt, so kann man das Gesetz nicht machen. Aber wenn die und die und die und die und die Vorgaben eingehalten sind, dann ist es verfassungsrechtlich unbedenklich. Und genau das hat der EuGH nicht gemacht. Er hat nur gesagt, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Aber eben nicht gesagt, wie es eigentlich, wie es richtig aussehen würde. Okay, dann...
Das war eigentlich erstmal nur der Inhalt dieses Urteils. Ich versuche mal derweil einfach weiterzusprechen, damit es sich nicht so sehr in die Länge zieht. Was sind jetzt die Auswirkungen dieses EuGH-Urteils? Das bedeutet zunächst mal auf europäischer oder europaweiter Ebene, dass es für die Mitgliedstaaten keine Umsetzungspflicht mehr gibt. Das ist insoweit beachtlich, dass das vor allen Dingen in Deutschland eben eine gesetzliche Regelung der Vorratsdatenspeicherung seit 2010 nicht mehr existierte. In den meisten anderen europäischen Staaten hingegen gibt sie schon. Das heißt aber zunächst mal, Deutschland ist nicht mehr verpflichtet, diese Richtlinie umzusetzen. In den Ländern, in denen wir bereits Umsetzungen haben, wie gesagt, die meisten anderen europäischen Länder, muss jetzt evaluiert werden, ob diese Gesetze, die dort bereits geschaffen wurden, vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils eigentlich überhaupt noch aufrechterhalten werden können. Denn der EuGH hat die Unverhältnismäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung vor allen Dingen damit begründet, dass es keinerlei Eingrenzung der zu erhebenden Daten gibt, darauf, dass es tatsächlich Fälle sind, in denen eine konkrete Verbindung zur Begehung schwerer Straftaten besteht. Er hat außerdem gesagt, problematisch daran ist ebenfalls, dass das Ganze räumlich und zeitlich unbegrenzt passiert und eben der Personenkreis überhaupt nicht eingegrenzt ist. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie diese Passage dieses Urteils genau zu lesen ist. Es gibt viele, die meinen, mich eingeschlossen, die meinen, dass er damit eben gerade der anlasslosen Massenspeicherung von Verbindungsdaten eine vollkommene Absage erteilt hat. Mit anderen Worten, es kann eigentlich überhaupt gar keine anlasslose Massenspeicherung in Europa mehr geben und dort, wo das bereits gesetzlich umgesetzt ist, müsste man es eigentlich aufheben. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen, die Umsetzungen, die es bereits gibt, sind jetzt nicht automatisch ungültig, nachdem der EuGH geurteilt hat. Es könnte aber sein, dass diese bestehenden Umsetzungen eben gegen das Europarecht verstoßen und deswegen beseitigt werden müssen. Ich glaube, jetzt kriegen wir wieder Spaß, vermute ich, oder? Ah, sehr gut. Okay, super. Was heißt das jetzt konkret in Deutschland? Hier versucht ja die Bundesregierung immer noch, das Vorhaben Vorratsdatenspeicherung ganz aktiv voranzutreiben. Zunächst mal bedeutet das Urteil des EuGH, dass der zentrale Begründungsansatz der Bundesregierung entfallen ist, denn die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag angegeben, wir möchten gerne die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland einführen, weil wir durch die Richtlinie dazu gezwungen sind. Und wenn wir das nicht tun, dann drohen eben Strafzahlungen von Seiten der EU. Und da es eben jetzt diese Richtlinie nicht mehr gibt, ist damit dieser zentrale Begründungsansatz schlicht und ergreifend entfallen. Interessant an der ganzen Sache ist jetzt die Frage, was heißt das für einen nationalen Alleingang in Sachen Vorratsdatenspeicherung? Das wird ja von einigen Unionsabgeordneten insbesondere vorgeschlagen. Also könnte denn Deutschland jetzt überhaupt noch ein Gesetz in Deutschland einführen zur Vorratsdatenspeicherung? Und hier stellt sich eben die Frage, ja, inwieweit gelten denn jetzt eigentlich die EU-Grundrechte für nationalstaatliche Regelungen? Da gibt es einiges an Rechtsprechung des EuGH zu, damit möchte ich jetzt niemanden langweilen, aber der besonders interessante Punkt hier in diesem Zusammenhang ist, es gibt noch die sogenannte E-Privacy-Richtlinie. Und die E-Privacy-Richtlinie sagt in ihrem Artikel 15, dass Nationalstaaten, Telekommunikationsprovider zur Speicherung, Vorratsdatenspeicherung von Daten verpflichten können, aber steht auch explizit drin, wenn sie das tun, sind sie dabei an die Grundrechtecharta gebunden. Das heißt, ganz unabhängig von der Frage, wie es denn jetzt eigentlich überhaupt mit dem Verhältnis EU-Grundrechte, nationale Gesetze ist, ist es jedenfalls in diesem Fall so, dass Deutschland auf jeden Fall die Vorgaben des EuGH-Urteils berücksichtigen müsste. Und wie ich gerade eben schon ausgeführt habe, die Grenzen dafür sind sehr, sehr eng, die der EuGH da gezogen hat, sodass also schon aus juristischen Gründen ausgesprochen fraglich ist, ob eine neue Regelung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland überhaupt möglich wäre. Auf der EU-Ebene stellt sich jetzt natürlich die Frage, wird es eine neue Richtlinie geben? Und die EU-Kommission, insbesondere die zuständige Innenkommissarin Cecilia Malmström, hat sich ja relativ kurz nach dem Urteil schon geäußert. Und dieses Statement muss man vielleicht recht genau lesen. Denn im ersten Moment könnte man meinen, dass sie sich jetzt zögerlich äußert und eher davon ausgeht, dass es wahrscheinlich gar nicht zu einer neuen Richtlinie kommen wird. Genau genommen sagt sie aber,
Wir freuen uns, dass der EuGH hier Klarheit gebracht hat und erteilt die Bedenken, die wir auch jederzeit vorgetragen haben, hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit. Also die sehen sich in gewisser Weise in ihrer Haltung bestätigt. Und es war gerade die Kommission, die massiv die Einführung der Vorratsdatenspeicherung in Europa vorangetrieben hat. Also eine etwas eigentümliche Interpretation, die Frau Malmström da vornimmt, aber sei es drum. Diese Kommission wird es ohnehin nicht mehr allzu lange geben, denn am 25. Mai ist Europawahl und im Zuge der Europawahl wird danach auch die Kommission neu besetzt. Das Interessante daran ist, dass nur die Kommission auf europäischer Ebene ein sogenanntes Initiativrecht hat. Nur die Kommission ist überhaupt in der Lage, einen Gesetzgebungsvorschlag zu machen. Es gibt allerdings Möglichkeiten, sowohl das Parlament als auch der Ministerrat können sie zur Vorlage auffordern. Das heißt, also es kommt jetzt darauf an, entscheidet sich die Kommission überhaupt einen neuen Vorschlag zu erarbeiten, sieht sie überhaupt Raum dafür. Falls sie selber keinen Raum dazu sieht, können eben zum Beispiel die Mitgliedstaaten über den Ministerrat aber versuchen, so eine Initiative weiter anzutreiben. In Deutschland besteht große Verwirrung, könnte man sagen, auch innerhalb der großen Koalition. Da ist man sich alles andere als einig. Es geht eigentlich wild durcheinander. In der Bundesregierung ist Innenminister de Maizière weiterhin dafür, möchte jetzt, wie er sagt, eine schnelle und kluge Regelung der Vorratsdatenspeicherung. Was genau das heißen soll, ist mir nicht ganz klar. Der Justizminister eiert so ein bisschen rum und sagt irgendwie, ja, er ist eigentlich nicht dafür, aber irgendwie doch. Und man weiß es eigentlich gar nicht so ganz genau, wo er da gerade steht. Und im Bundestag auf der Parlamentsebene sieht es eben noch ungeordneter aus. Ne? Die CDU-Hardliner, Bosbach, Uhl und so weiter, trommeln natürlich weiter für die Vorratsdatenspeicherung. In der SPD regt sich so doch einiges an Widerstand. Und Volker Kauder, der Fraktionsvorsitzende der CDU, hat sich auch schon dagegen ausgesprochen. Und sogar Horst Seehofer, in dem Zusammenhang eine unglaublich wichtige Stimme, hat sich gegen die Vorratsdatenspeicherung positioniert. Von wem natürlich weiterhin die Einführung gefordert wird, sind Sicherheitsbehörden und dann des Innenminister. Gerade bei den Sicherheitsbehörden verschärft sich derzeit der argumentative Ton und da schreckt man auch nicht davor zurück, ganz tief in die populistische Mottenkiste zu greifen. Und also, wie ich finde, auch extrem zynische Argumente anzuführen. Also es ist einmal die Bekämpfung der Kinderpornografie, das ist die Populismusnummer. Und dann werden tatsächlich auch die NSU-Morde angeführt. Aus dem Mund gerade der Polizeibehörden finde ich an Zynismus kaum zu überbieten, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie geht's jetzt weiter? Die VDS hat definitiv einen juristischen Rückschlag erlitten, aber tot ist das Ganze noch lange nicht. Man muss jetzt sehr genau beobachten, wie gehen die Entwicklungen in den anderen EU-Staaten weiter. In der Slowakei hat jetzt gerade das Verfassungsgericht die dort bestehende Umsetzung ausgesetzt. Das heißt, das Gesetz besteht, aber es wird nicht angewendet. Es hat keinen unmittelbaren rechtlichen Effekt, keine Wirkung. Auch in Schweden, in Österreich stehen eben jetzt Entscheidungen an darüber, ob diese Gesetze eigentlich überhaupt weiter Bestand haben können. Und vermutlich wird auch die Entscheidung in Deutschland ganz maßgeblich davon abhängen, wie eben die anderen EU-Staaten sich positionieren. Denn auch wenn hier ein deutscher Alleingang gefordert wird, so richtig möchte man sich doch auch in der Politik nicht wirklich außerhalb dieser europäischen Gemeinschaft stellen. Das sagt auch de Maizière, der jetzt eben gerade mit seinen Kollegen in den anderen Ländern auch das Gespräch sucht. Wir sind der Meinung, was hier unbedingt passieren muss, ist, dass die Zivilgesellschaft eben noch deutlicher die Stimme erhebt und der Politik deutlich macht, wir wollen jede Art der anlasslosen Massenüberwachung abschaffen. Und es darf keine Massenspeicherung geben von irgendwelchen Daten, gerade so vor dem Hintergrund der NSA-Affäre Datenberge anzulegen, nicht besonders klug. Falls es dann doch so sein sollte, dass wir damit nicht durchdringen mit unserer Forderung und es dann zu einer Neuauflage der Richtlinie kommen würde, gibt es immer noch wieder Möglichkeiten, das mit gerichtlichen Verfahren auf europäischer Ebene, das sogenannte Vorabentscheidungsverfahren oder auch eine Nichtigkeitsklage anzugreifen. Und falls es in Deutschland noch mal eine gesetzliche Regelung geben sollte, gibt es immer noch das Bundesverfassungsgericht und die Verfassungsbeschwerde. Und beispielsweise die Grünen haben ja auch schon angekündigt, dass sie, falls es zu einem neuen Gesetz kommt, auch definitiv den Gang nach Karlsruhe nicht scheuen werden. Das ist so der Stand in Sachen Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, es ist momentan alles etwas offen. Man muss jetzt sehr genau beobachten, was passiert und dann eben möglichst punktuell und
gezielt reagieren auf das, was da aus der Politik kommt. Also wie gesagt, momentan ist die Zukunft der Vorratsdatenspeicherung in Europa und in Deutschland alles andere als klar absehbar. Das war das, was ich aus der Vorratsdatenspeicherung erzählen wollte. Und jetzt noch kurz ein Ausblick auf weitere Projekte, die wir so verfolgt haben, aber wirklich nur im ganz kurzen Überblick, was wir noch so gemacht haben. Generell gehen wir gegen jede Art von anlasslosen Vorratsdatenspeicherungen vor. Hier zum Beispiel Passenger Name Record, also die Speicherung von Fluggastdaten, und das entsprechende Datenübertragungsabkommen mit den USA ist so ein Projekt, ein ongoing project eigentlich, was wir seit längerer Zeit schon verfolgen. Dann, was die anlasslose Massenüberwachung angeht, werden wir jetzt sehr genau den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre verfolgen und auch mit entsprechenden Kommentaren und medialen Auftritten begleiten. Dann haben wir zusammen mit 300 anderen NGOs die Kampagne Necessary and Proportionate gegründet, die sich ebenfalls gegen anlasslose Massenüberwachung ausspricht und 13 Prinzipien formuliert für Staaten, wenn sie in irgendeiner Weise Daten ihrer Bürger erheben, speichern, verarbeiten, an die sie sich halten sollen. Im Grunde sind das Verhältnismäßigkeits- und Rechtsstaatlichkeitsanforderungen. Es ist eigentlich schon erschreckend genug, dass man das heutzutage so dringend und deutlich formulieren muss. Dann haben wir auch zusammen mit anderen Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch, Amnesty International, Reporter ohne Grenzen etc. Ein Bündnis gegründet namens CORS. Das befasst sich mit dem Export von Überwachungstechnologien in autokratische Staaten. Und wir möchten erreichen, dass diese Überwachungstechnologie zurzeit in keiner Weise irgendwie reguliert ist, in das Außenwirtschaftsrecht der Bundesrepublik und auch in die entsprechende Dual-Use-Verordnung auf europäischer Ebene aufgenommen wird. Dann natürlich auch ein immer weiterlaufendes Projekt, die EU-Datenschutzreform, WLAN-Störerhaftung, machen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal etwas genauer. Wenn ihr uns in unserer Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr Fördermitglied bei uns werden und uns mit einem monatlichen Beitrag fördern. Ihr könnt auch gerne Einzelspenden machen. Wir nehmen auch Bitcoins, bevorzugt ganzzahlige. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls noch Fragen bestehen, haben wir dafür noch Raum? Na wunderbar, dann... Also, wer von euch Fragen hat, kommt bitte hier vorne zu mir. Sind noch Fragen? Ja, dann zählt doch noch mal mehr über eure Projekte. Ihr habt noch ein paar Minuten. Ja, wollen wir noch mal zurückgehen? Dann kann ich vielleicht noch mal kurz was zu... Ja, also ich finde eigentlich von diesen Projekten das Interessanteste, zu dem man vielleicht jetzt hier so noch ein bisschen was sagen könnte, ist CORS. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich habe es ja, wie gesagt, eben ganz kurz nur erwähnt, ob ihr den Launch von CORS mitbekommen habt. Bisher ist es so, dass Technologien zur Überwachung, dazu gehört die Packet Inspection, dazu gehören eben auch, also sowas wie eine Vorratsdatenspeicherung etc. pp., solche Software wird unter anderem auch von deutschen Unternehmen hergestellt. Und diese Unternehmen exportieren Überwachungssoftware in Staaten wie zum Beispiel Syrien oder Bahrain und ähnliches. Und diese Software wird in diesen Staaten dazu benutzt, ganz gezielt die Kommunikation von Dissidenten, von Regimegegnern auszuforschen, um dann später diese Leute plötzlich auf offener Straße zu verhaften und irgendwo verschwinden zu lassen. Und manchmal sieht man sie gar nicht wieder. Manchmal werden sie gefoltert und dann wieder laufen gelassen. Und wir möchten eben diesen Missbrauch von Überwachungssoftware verhindern. Und wie kann das passieren? Das kann eben dadurch passieren, dass man in das Außenwirtschaftsrecht, was eben ganz klare Kontrollen dafür vorsieht, unter welchen Voraussetzungen überhaupt Produkte in andere Staaten exportiert werden dürfen, also indem man in diese Regeln Überwachungssoftware aufnimmt. Das ist bisher in keiner Weise der Fall. Ja, es gibt ein internationales Gremium, Wassenaar nennt sich das, und dort treffen sich Vertreter von Staaten und besprechen, welche Güter, welche Waren sie nach ihrem nationalen Recht einer Exportkontrolle unterwerfen wollen. Wir haben da jetzt schon
einen ersten Schritt erreicht, weil jedenfalls zum Teil Überwachungstechnologien in das Wassener Abkommen aufgenommen wurden, sodass zu erwarten ist, dass demnächst hier in der EU, in der sogenannten Dual-Use-Verordnung oder auch im deutschen Außenwirtschaftsrecht, eben entsprechende Regeln aufgenommen werden. Allerdings geht das, was da in Wassenaar beschlossen wurde, noch nicht weit genug. Ja, das, was da in Wassenaar beschlossen wurde, ist ein erster Ansatz, aber es fehlen eben noch eine ganze Reihe von Technologien, die noch nicht erfasst sind. Und auch dahin geht dann unser Bestreben, dass wir eben versuchen wollen, hier wirklich eine umfassende Regelung hinzubekommen, damit diese Art von Export und dieses Profitieren an schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen aufhört. Wir haben jetzt doch noch eine Frage bekommen und dann sehe ich da noch eine. Mir wurde sie angetragen, nämlich die Frage, ob wir es wirklich geplant hatten, dass diese Recht auf Remix-Kampagne so lange läuft, weil sie jetzt quasi vor einem Jahr gestartet wurde. Und die Antwort darauf ist ja. Und zwar klar, wir wollen eine Gesetzesänderung erreichen auf europäischer Ebene. Die europäische Urheberrechtsrichtlinie steht jetzt mal zur Evaluierung an. Das heißt, diese Gesetzgebungsprozesse dauern Jahre. Uns war ganz klar, wir wollten da quasi ein dickes Brett bohren. Das heißt, wir haben auch deshalb bewusst uns Dinge vorgenommen, die sich nicht von heute auf morgen realisieren lassen. Also das Remix-Museum hat halt wirklich, wir dachten zwar, wir schaffen es vielleicht zum Chaos Communications Kongress schon, das hat nicht ganz geklappt, aber wir sind auch zufrieden, dass es quasi jetzt zur Republika fertig wurde und wir machen jetzt weiter. Also auch das Museum ist jetzt nicht abgeschlossen, wir werden jetzt schauen, regelmäßig da Exponate reinzutun und wir wollen uns auch neue Dinge überlegen, aber eins ist klar, dass dieses Thema Urheberrechtsreform im Gegenteil nicht vom Tisch ist, sondern dass wir da eben länger dranbleiben wollen. Und ich glaube, das ist auch genau eine der Überlegungen von der DigiGES, dass wir schauen, dass wir bei Themen eben dranbleiben, auch wenn sie jetzt gerade nicht alle total wichtig und toll finden. Also Urheberrecht war halt 2012. Und wir versuchen halt auch 2014 noch irgendwie dran zu bleiben. Dann waren jetzt noch zwei Fragen, oder? Nur eine Frage. Es gab jetzt halt dieses Internet Governance Forum. Ist das auch ein Thema, was ihr mitverfolgt, wo ihr euch einsetzt? Also für uns war der Markus Beckedahl dort, wenn man so will, und Ben Wagner. Das heißt, wir haben ja eine Person, die sogar sich relativ stark mit dem auseinandersetzt. Ich bin aber jetzt da auch kein Experte in dem Themenfeld. Wir haben uns versucht, das schon aufzuteilen. Also es ist auf jeden Fall etwas, wo Leute von uns auch mit dabei waren. Und der Ben Wagner hat zum Beispiel für Netzpolitik ja auch einen sehr ausführlichen und finde ich sehr instruktiven Artikel geschrieben, wo er erläutert hat, was unter Multi-Stakeholder in diesem Kontext zu verstehen ist. Kann ich nur empfehlen. Entschuldigung, auf Netzpolitik wurde es cross-gepostet. Auf DigiGES war es zuerst, oder? Sorry. Hi, mich würde nochmal neben den spannenden inhaltlichen Sachen interessieren, ein bisschen mehr über euch als Verein. Wie viel seid ihr? Was macht ihr, wenn ihr nicht für den Verein arbeitet? Aus welchen Berufszweigen? So ein bisschen Personality, so ein paar Hintergrundinformationen. So, ich fange mal an. Also ich mache, wenn ich nichts für den Verein mache, bin ich an der Uni, an der Freien Uni Berlin am Management Department, forsche dort zu digitalen Gemeinschaften und dem Urheberrecht und blogge in der Freizeit halt auch für Netzpolitik. Wir haben aber, also die DigiGES hat jetzt derzeit zwei Angestellte eigentlich. Der eine ist der, der am Anfang da war und dann weg musste. Das war der Alexander Sander. Der zweite war der Volker, der gerade gesprochen hat. Der Tom kann vielleicht noch selber was zu sich sagen. Ganz kurz. Also was ich... Ich bin eigentlich über das Hobbyaktivismus zur DigiGES gekommen und eigentlich auch der einzige, zählst du noch als Österreicher? Eigentlich nicht mehr, oder? Also der einzige in Österreich lebende von der DigiGES und aber eher auf dem Weg inzwischen so auch Vollzeit Aktivismus zu machen und Netzpolitik zu machen, wenn ich es mir aussuchen kann. Genau. Ansonsten, was die Fördermitgliederzahlen betrifft, zum Beispiel, da können wir leider nicht mit so vielen Mitgliedern aufwarten wie der Vogelschützerverein in Bayern. Also wir kämpfen noch, wir sind eher noch im niedrigen dreistelligen Bereich. Ja? Das heißt, da ist noch einiges zu tun. Ansonsten, es ist auch nicht so, dass es immer so ein Sausage-Fest ist wie heute hier. Also wir haben im Vorstand sind leider genau die Leute aktiv, die in der Republik so eingespannt sind. Die Geraldine de Bastion, die habt ihr auf der Bühne gesehen, ist Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende oder... Sie ist Vorsitzende, Entschuldigung, sie ist sogar Vorsitzende. Und die Sandra Mamschitz, die auch sehr eingespannt ist hier bei der Republik-Organisation, die beiden...
Ja, und ist Schatzmeisterin, okay. Also ihr merkt, ich bin nicht ganz der ideale, ideale Auskunftsperson. Vielleicht will Volker noch irgendwas sonst noch zum Verein sagen? Ja, vielleicht. Es gibt eine Besonderheit bei diesem Verein, der viele Leute vielleicht im ersten Moment ein bisschen überraschen mag. Nämlich, wir sind jetzt kein Verein, in dem man einfach so reguläres Mitglied werden kann. Wir sind eher organisiert nach dem Prinzip des Web of Trust. Also es kommen nur Leute als reguläre Mitglieder rein, die wir auch tatsächlich schon kennen, wo wir wissen, was die schon so gemacht haben, die irgendwelche Arbeiten vorgelegt haben, sodass man das Ganze ein bisschen einschätzen kann. Das soll vor allen Dingen vor Unterwanderung durch Leute schützen, die den Verein vielleicht in eine Richtung bewegen würden, der uns gar nicht gefällt. Aber wie gesagt, die Möglichkeit steht immer offen, Fördermitglied zu werden, wenn man unsere Arbeit unterstützen möchte. Und ja, das ist eigentlich im Wesentlichen das, was es zum Verein zu sagen gibt. Vielen Dank. Ja, einen herzlichen Applaus für die drei, eigentlich vier.